Das Magazin. Ja, wir sind heute hier in Stuttgart bei der Bauerndemo, wo übrigens heute in ganz Deutschland stattfindet, wegen dem Verbot des Pflanzenschutzmittels. Und jetzt sind wir mal gespannt, was wir hier heute aufnehmen können. Also da muss ich nur sagen, da bin ich entsetzt. Auf der einen Seite will man weniger Fleisch, man soll kein Fleisch mehr essen. Jetzt soll man auch noch kein Gemüse mehr essen. Und das bei Selbstversorgungsgrade bei Fleisch in Baden-Württemberg von unter 50% und bei Gemüse deutschlandweit von unter 40%. Was soll man denn dann noch essen? Das Wasser? Dankeschön. Ja, Marc, da muss ich dir recht geben, das habe ich auch gesehen im Fernsehen. Und es muss ja wohl jedem bekannt sein, dass bei solcher Trockenheit und einer Hitze kein Salat wächst ohne Wasser. Wo soll dann herkommen? Dann habe ich zu Marc gesagt, dann müssen wir halt unser Lebensmittel trinken in Zukunft. Ich würde dann der Ralf Sommer auf die Bühne bitten für seinen Beitrag. Liebe Vertreter der Ministerien, liebe Vertreterinnen der Ministerien, liebe Presse, liebe Berufskollegen und Kolleginnen. Mein Name ist Ralf Sommer, ich komme vom Kaiserstuhl. Wir betreiben da Wein, Obst und ein bisschen Gemüsebau. Wir machen Direktvermarktung. Der Kaiserstuhl ist fast zu 100% ein sensibles Schutzgebiet. Sprich, wir wären da von diesen neuen Regelungen zu 100% auch betroffen. Sollte die Dinge so kommen, wie sie nun von der EU-Kommission angedacht sind, könnte ich meinen Betrieb dicht machen. Nicht nur mein Betrieb stünde vor dem Aus, sondern unzählige andere, inklusive Biobetriebe, denn auch in Biobetrieben wird Pflanzenschutz betrieben. Ich hätte nie gedacht, dass es in diesem Land einmal möglich wäre, dass uns Landwirten quasi ein Berufsverbot auferlegt wird. Was wären die Folgen? Nicht nur, dass wir in unserer Existenz bedroht wären und am Ende sogar Haus und Hof verlieren könnten. Es geht um mehr als nur die landwirtschaftlichen Betriebe. Es geht um die vor- und nachgelagerten Bereiche. Wir haben hier Gastro, wir haben Tourismus, wir haben Landhandel, die Landmaschinenhändler. Das geht hin bis zum kleinen Handwerker. Unzählige Arbeitsplätze, die bedroht werden. Eine ganze Wertschöpfungskette wird zerstört. Am Ende können wir uns nicht einmal vor der eigenen Haustüre mehr ernähren. Es soll damit mehr Arten- und Umweltschutz generiert werden. Daran habe ich jedoch berechtigte Zweifel, ob das so kommen wird. In unseren einzigartigen Kulturlandschaften sind Landwirtschaft und Natur sehr eng miteinander verwoben. Denken wir dabei an die wichtige Offenhaltung der Flächen, an den noch weit verbreiteten Obst- und Streuobstanbau im Ländle, der eine sehr hohe Biodiversität erzeugt. Wenn nun die Flächen nicht mehr bewirtschaftet werden, Böschungen nicht mehr gepflegt, was dann? Die Flächen verbuschen mit der Zeit, Löswände als wichtiger Lebensraum für Wildbienen zum Beispiel verschwinden. Nach Pro Biene haben wir uns zusammen mit den Umweltverbänden, Politik und Gesellschaft auf das Biodiversitätsstärkungsgesetz geeinigt. In dem sind klare Ziele hinsichtlich Biodiversität, Pflanzenschutz sowie Ökoausbau definiert. Und dieses Gesetz hat für uns Bestand, daran wollen wir auch festhalten. Wovon wir auch schon vieles in der Praxis umgesetzt haben. Das müssen wir auch mal anerkennen, dass wir nicht nur jammern, protestieren,
sondern dass wir umsetzen. Wir sind tagtäglich dabei, unsere Betriebe, unseren Pflanzenschutz, die Düngung zu optimieren. Viele Ideen laufen damit nie. Und wenn ich hier die Straße runtergucke und sehe, wie viele junge, motivierte Leute da stehen, die sich für das einsetzen, die nach vorne denken, ist es blamabel, was die Politik uns immer wieder auferlegt oder hinterher sagt. Wir brauchen keine ideologischen Verbotskeulen, die nur die Zerstörung wichtiger Kreisläufe zur Folge hätte. Was wir brauchen, sind Innovation, Forschung und vor allem den praktischen Sachverstand der Landwirte und Landwirtinnen. Die Landwirtschaft ist nicht das Übel, sondern der Schlüssel zum Erfolg. Wir schaffen Biodiversität. Wir binden CO2 durch Humusaufbau im Boden. Wir betreiben Landschaftspflege. Wir erhalten Lebensräume. Wir sind fester, kultureller und struktureller Bestandteil, gerade in den ländlichen Räumen. Wir liefern wichtige Agrarrohstoffe. Und ganz wichtig, wir können und wir wollen das Land ernähren. Lassen Sie uns den Umbau der Landwirtschaft realitätsorientiert und gemeinsam gestalten. Eine von oben herab diktierte Ökoplanwirtschaft wird am Ende keinen Erfolg haben. Natürlich bin ich vom Kaiserstuhl nicht her angereist ohne ein kleines Gastgeschenk. Wenn ich jetzt vielleicht die Vertreter der Ministerien kurz zu mir bitte darf. Unter Presse hätte ich ja gedacht. Ich habe Ihnen hier ein kleines Körbchen mitgebracht. Das sind Äpfel zu 100% ohne Pflanzenschutz. Das ist unsere Zukunft. Den dürfen sich unsere Verbraucher schmecken lassen. Wahrscheinlich wird aber dann der Apfel aus dem Ausland den Vorzug gewinnen. Und dann frage ich Sie, was haben wir dann gewonnen? Ich möchte zusagen, es ist nicht jeder vegan davon. Vielen Dank. Also, ja, okay, vielen Dank. So, ja, liebe Landwirtinnen und Landwirte, liebe Vorstandschaft von Landschaft Verbindung, liebe Abgeordnete, liebe Vertreter der Presse, ich freue mich sehr, dass Sie heute hierher gekommen sind und hier demonstrieren, denn gegen diese Verordnung, das ist auch unsere Meinung, da muss man demonstrieren, da sind auch wir schon diese Woche fürs Umweltministerium, also Umweltministerium und Landwirtschaftsministerium, sehr aktiv geworden. Und ich darf Ihnen zunächst, weil es eben die Sommerzeit ist und wir sozusagen jetzt hier, der Herr Kretschmer und ich, hier die Stellung halten, ich darf Ihnen die ganz herzlichsten Grüße unseres Landwirtschaftsministers Peter Haug ausrichten. Ich bin seine Vertreterin, ich bin die Amtschefin und er wird zu Ihnen noch sprechen und er steht ja sowieso an Ihrer Seite, das ist klar. Und ich nehme das raus, auch, jawohl, es ist ein schwieriger Prozess, aber wir streiten, aber wir müssen die Richtung definieren. Und es ist verkehrt, wenn wir uns streiten und solange wir uns streiten, macht Brüssel sein Chef. Also es ist gescheiter, wir raufen uns hier zusammen, so wie wir uns beim Biodiversitätsgesetz schon zusammengerauft haben und marschieren dann gemeinsam gegen diese Verordnung. Aber da komme ich jetzt mal noch drauf zu sprechen. Ja, da haben Sie recht und deswegen bin ich auch rausgekommen und ich bin auch schon bis nach Berlin gegangen gegen dieses Teil.
Also, ich möchte als erstes mal Danke sagen. Denn das, was wir hier sehen, wir haben momentan Erntezeit in Baden-Württemberg und in Deutschland. Und ich sage das jetzt auch mal in Richtung Presse, wir können unserer Landwirtschaft nicht genug dankbar sein, was sie leistet, was sie für uns leistet zur Ernährungssicherung, aber was sie auch leistet für Baden-Württemberg. Baden-Württemberg sieht als Kulturlandschaft wunderbar aus und wir haben auch eine hervorragende Artenschutz- und Biodiversitätssituation, die wir ohne die Landwirte so nicht hätten. Und das sagen wir als Umweltministerium und Landwirtschaftsministerium und auch unser Staatsministerium gemeinsam. Das ist das eine. Und wenn wir die Bilder der Dürre, heute regnet es mal, wir sehen dauernd die Bilder der Dürre. Und keiner ist so direkt betroffen von dem, was in Europa, was auf der Welt vor sich geht, wie die Landwirte. Sie müssen täglich um ihre Existenz kämpfen und müssen den besten Weg finden, um gleichwohl Produkte und Lebensmittel für uns zu produzieren und ihren Betrieb, ihren Betrieb zu erhalten. Das muss jetzt mal gesehen werden. Und als ob die Situation sozusagen nicht schon schlimm genug wäre durch den Klimawandel und durch das Thema auch des Thema Ukraine-Krieg und alle Belastungen, die wir haben, kommt zur völligen Unzeit. Man kann es überhaupt nicht verstehen, dieser Verordnungsentwurf aus Brüssel. Man muss sich mal fragen, ich weiß gar nicht, wo die ihren Kopf haben, ob die nicht sehen, was eigentlich los ist und wie dringend wir eine Produktion von Lebensmitteln brauchen, um Ernährungssicherung in Deutschland, in Europa und in der ganzen Welt zu betreiben. Und ich kann auch nur Danke sagen für das, was die Landwirte und aber auch der Naturschutz geleistet hat, als wir das Biodiversitätsstärkungsgesetz, ein sperriges Wort, aber ein Bekenntnis zu Artenschutz und Landwirtschaft in Baden-Württemberg, wie wir das erreicht haben. Und das ist ein Vorbild, an dem sich Brüssel mal ein Vorbild nehmen sollte, weil das ist der Weg, wie wir es schaffen können, beide Themen zu vereinen. Und wir brauchen diese Verordnung nicht, die jetzt hier aus Brüssel kommt, und wir müssen auch alles unternehmen, damit sie wieder verschwindet. Weil wir teilen Ihre Einschätzung und ich sage es wirklich in Richtung Presse. Es geht nicht darum, dass man keine Pflanzenschutz, dass man gegen eine Reduktion von Pflanzenschutzmitteln ist. Das machen wir in Baden-Württemberg schon seit Jahr und Tag. Wir haben ein integriertes Pflanzenschutzgesetz, das ist das Erfolgsrezept aus Baden-Württemberg. Und deswegen haben wir auch, was den Grundwasserschutz betrifft, so gute Werte, bessere Werte als überall in der Bundesrepublik. Und unsere Landwirtschaft ist kleinteilig, die ist per se ein Garant für Biodiversität und Artenschutz. Aber das, was jetzt kommt, ein Verbot auf ökosensiblen Flächen, das bedeutet ein Verbot auf über 50% aller landwirtschaftlichen Flächen in Baden-Württemberg. Und man muss jetzt mal so sagen, eine Produktion ohne Pflanzenschutzmittel ist denkunmöglich. Da sehen die Äpfel nicht mal mehr so aus, wie es mir der Herr Berger der Sommer gegeben hat. Da gibt es überhaupt keine Äpfel mehr. Und das kann es doch nicht sein. Und man muss auch noch mal deutlich sagen, für die, die eben keine Landwirte sind, auch ein Ökolandbau kann ohne Pflanzenschutzmittel nicht produzieren. Pflanzenschutzmittel gehören zur Produktion, das ist ein Schutz vor Schädlingen. Die gehören dazu. Natürlich gehen wir sinnvoll vor. Wir fragen uns erst, ob wir eine mechanische Unkrautkontrolle machen können. Wir fragen, ob es natürlich natürliche Mittel gibt, natürliche Gegenspieler. Aber man muss Pflanzenschutzmittel anwenden, wo man so gering wie möglich, aber da, wo es nötig ist. Und da brauchen wir sie. Und deswegen brauchen wir die Verordnung aus Brüssel auf keinen Fall. Und deswegen werden wir auf allen Kanälen, und wir haben damit schon angefangen, gegen diese Verordnung ins Feld ziehen. Und ich hoffe doch, um an Anfang zurückzukommen, gemeinsam mit Ihnen. Herzlichen Dank. Aber wirklich!
Vielen Dank, Frau Buchmann, für die klaren Worte. Ich darf jetzt Präsident vom VDAW, Verband der agrargewerblichen Wirtschaft, bitte, der Herr Lohmann, dass er ein paar Worte an uns richtet. Danke. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Bäuerinnen und Bauern, sehr geehrte Gäste, für Ihre Einladung hier in Stuttgart ein Grußwort zu sprechen, danke ich Ihnen sehr herzlich. Ich bin gerne zu Ihnen gekommen und bringe Ihnen die Grüße der Mitglieder unseres Verbandes, der Verband der agrargewerblichen Wirtschaft, VDAW e.V. vertritt die Unternehmen des privaten agrargewerblichen Viehzüchters. Das Land hat den Partner der Landwirte und mit Ihnen und Ihren Höfen tagtäglich eng verbunden. Wie Sie alle sehen auch wir mit Sorge die Entwicklung der agrarpolitischen Vorstellungen für die Zukunft sowie die Stellung der Landwirtschaft in unserer Gesellschaft. Deshalb freue ich mich, dass Sie als Betroffene nicht schweigen und alles hinnehmen, sondern Ihre Sorgen, Ihren Unmut und Ihren Ärger zum Ausdruck bringen. Die Agrarbranche ist geprägt von gut versorgten Märkten, wodurch die Wertschätzung für unsere Lebensgrundlage Nahrungsmittel bei großen Teilen der Gesellschaft nicht mehr gegeben ist. Lebensmittel müssen gut und vor allem billig sein. Wo sie herkommen und wie sie erzeugt werden, interessiert nur einen kleinen Teil unserer Verbraucher. Dies nutzen Organisationen, die motiviert durch Eigeninteressen in die Agrarproduktion ein enormes Gefährdungspotenzial für die Umwelt und die Volksgesundheit projizieren. Die Motivation reicht von Stimmen bis Spendenfang bei politischen Parteien und sogenannte Nichtregierungsorganisationen, die NGOs. Dabei geht es ausschließlich um Weltanschauungen und Ideologien. Sachlich-fachliche Argumente werden weder gehört noch akzeptiert. Wer ein totales Verbot von Pflanzenschutzmitteln fordert, hat noch nicht verstanden, dass der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln als Synonym für Maßnahmen der Ertrags- und Qualitätssicherung steht und disqualifiziert sich für jede sachliche Auseinandersetzung. Wenn ich das ergänze zu den Worten von Herrn Sommer, kein Pflanzenschutz heißt weniger Ertrag, weniger produzierte Menge. Und da sind wir in 2-3 Jahren schnell dabei, dass uns 20-30% fehlen. Und wenn man keinen Pflanzenschutz anwendet, kann es auch wie im Biobereich gehen, dass wir mit Steinbrand zu bekämpfen haben, zumindest in Höhenlagen. Wir sind der Fasser von Biogetreide und werden mit dem Problem konfrontiert. Und das darf man nicht außer Acht lassen. Wenn kein Getreide gebeizt wird, ist die Möglichkeit der Infektion mit Steinbrand und ein richtig infiziertes Steinbrandgetreide ist Abfall. Kann man nicht mehr zur Ernährung oder zur Verfütterung verwenden. Das ist zum Wegschmeißen gedacht. Oder vielleicht in Biogasverwertung noch. Und dieses Problem nimmt mit Sicherheit zu, wenn man Pflanzenschutz reduziert oder weglassen. Die Medikamente für Mensch und Tier in bestimmten Situationen gesund machen oder Leben retten, gilt dies für Mittel, die Pflanzen vor Schadorganismen schützen, die im schlimmsten Fall, wie aus der Geschichte ausreichend bekannt, zu totalen Misshandlungen führen können. Es ist eine unerträgliche Heuchelei, den Menschen zu suggerieren, dass der Verzicht auf moderne Pflanzenschutzmittel in Deutschland und Europa die Welt retten wird. Das Ergebnis wäre eine vollständige Schwächung unserer heimischen Landwirtschaft und Aufgabe von Märkten zugunsten von Importen aus Drittländern, wo nach wie vor ein völlig anderer, oft rücksichtsloser Umgang mit Agrarchemie, Natur und Urwäldern praktiziert wird. Damit hier kein Irrtum entsteht, wir bekennen uns zu einer landwirtschaftlichen Produktion, die Natur, Klima,
sowie den Boden schont und gesunde, hochwertige Lebensmittel produziert. Wir befürworten die Ausschöpfung aller produktionstechnischen Maßnahmen in Pflanzenzüchtung oder Fruchtfolgen, aber auch den angemessenen Einsatz von modernen, nützlings- und naturschonenden Pflanzenschutzmitteln. Wir wehren uns aber über die zunehmende Art und Weise politischer oder sonstiger Gruppen, die Landwirtschaft per se als Brunnenvergifter der Nation darzustellen. Wir haben es satt, dass Zeitgenossen, die unbelastet von jedem Fachwissen und getrieben von Ideologien sowie beflügelt von knallharten Eigeninteressen, ob Wählerstimmen oder Spendengelder, glauben, unseren hervorragend ausgebildeten Bauern ihr Geschäft erklären zu müssen. Angesichts der komfortablen Versorgung mit Nahrungsmitteln verdrängt die Bevölkerung völlig, dass unsere heimische Landwirtschaft mit ihren vor- und nachgelagerten Unternehmen für eine moderne Produktion qualitativ hochwertiger sowie hochwertiger Lebensmittel steht. Es ist allerhöchste Zeit, dass unsere Verbraucher, die Presse sowie seriöse Politiker dies verstehen. Wenn wir weiterhin keine verantwortungsbewussten und mutigen Politiker finden, die sich in ihrer Angst um Wählerstimmen nicht dem Druck der Straße beugen und ihr Ohr nicht vor den Argumenten von Fachleuten aus dem Agrarbereich verschließen, dann hat unsere heimische bäuerliche Landwirtschaft keine Zukunft. Verehrte Bäuerinnen und Bauern, ich wünsche uns allen, dass Sachverstand und Vernunft wieder maßgebend für politische und gesellschaftliche Entscheidungen werden. Dafür wünsche ich der heutigen Veranstaltung viel Erfolg und spreche Ihnen Dank und Anerkennung für Ihr Engagement aus. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Lohmann, für die Worte. Es ist gut für uns auch zu wissen, dass Sie vom privaten Landhandel und von den privaten Landmaschinenwerkstätten und was alles bei Ihnen noch angeschlossen ist, hinter uns stehen und uns da unterstützen. Jetzt darf ich den Thomas Frenk von Die Freie Bauern bitte auch noch ein Wort an uns zu richten. Herzlich willkommen auch von mir. Mein Name ist Thomas Frenk. Ich bin Bauer aus Schwanau-Nonneweier. Wir haben Milchviehbetrieb, 150 Hektar Feld und Wiese. Wir haben Direktvermarktung und ich bin der Ansprechpartner für die Freie Bauern in Baden-Württemberg und auch Mitglied im Bundesvorstand der Freie Bauern. Liebe Berufskollege, liebe Bäuerinnen und Bauern, die Sorge um die Zukunft unserer Höfe treibt uns wieder auf die Straße. Aus Brüssel droht ein europäisches Naturschutzpaket, nach dem Pflanzenschutz in allen Schutzgebieten verboten werden soll. Konkret auf der Berliner Tagesordnung steht eine Neufassung der allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Ausweisung der roten Gebiete mit einigen Verbesserungen, aber auch einigen Verschärfungen und vor allem immer noch ohne Anwendung des Verursacherprinzips. Sie wollen einfach, dass wir weniger produzieren, warum auch immer. Vielleicht, weil es Ihnen wichtiger ist, Autos nach Amerika zu verkaufen. Die Verhandlungen über das Freihandelsabkommen mit Kanada und den Mercosur-Staaten laufen nämlich stillschweigend weiter. Ausgerechnet unser grüner Ministerpräsident sucht nach Lösungen, die mehr Industrieexport und mehr Agrarimport ermöglichen. Natürlich mit Nachhaltigkeitszertifikat. Ich möchte noch ein anderes Thema ansprechen. Und zwar betrifft es nicht alle, aber für die dies betrifft, ist es eine Riesenkatastrophe. Die langsame Ausbreitung der Wölfe. Über 2000 Wölfe in Deutschland ist zu viel.
Es müssen Zielbestände definiert werden und die Wolfsterritorien auch. Die Wölfe und Weidetiere können nicht in Koexistenz leben. Weidetierhalter ist die artgerechteste Haltungsform für Nutztiere. Zudem ist eine Weide ein Paradies der Artenvielfalt. CO2 wird von Weidefläche gebunden und schützt damit das Klima. Doch genau das steht auf dem Spiel, wenn der Wolf Nutztiere reißt. Die sogenannten Schutzzäune halten den Wolf nicht auf. Die Zäune durchschneiden die Landschaft, sind teuer in Anschaffung und Unterhalt. Beim Erstellen der Zäune gibt es einen Zuschuss beim Unterhalt und im Freimähen der Zaunanlage wird der Bauer alleine gelassen. Ganz zu schweigen mit den Problemen mit Rehen, die sich in den Zäunen verfangen und qualvoll verenden oder . Und dann kommen wir zu der Herdenschutzhunde. Es gibt dort auch viele Probleme. Wenn die Hunde nicht in der Überzahl sind, haben sie keine Chance gegen Wolfsrudel. Und sie stellen auch eine Gefahr für Wanderer dar, die sich der Herde nähern. Und vor allem ihren Fifis, die das Nachsehen haben, wenn sie sich der Herde zu nah bewegen. Wir müssen in Deutschland eine Zielgröße für die Wolfspopulation definieren, ähnlich wie in Schweden. Der Zuwachs muss entnommen werden und die neue Wolfsgeneration muss weit beigebracht werden, wo die Grenzen zu Menschen sind. Die Wölfe kennen den Geschmack des Bleis nicht mehr, woher auch. Wer für Klima- und Artenschutz sein will, muss auch eine Lösung für den Konflikt mit dem Wolf aufzeigen. Der Wolf hat eine Populationsgröße erreicht, die den Status gefährdeter Art nicht mehr erfüllt. Sie wollen eine andere Landwirtschaft. Über weite Strecken wollen sie sogar gar keine Landwirtschaft mehr. Und sie haben viel Macht, uns zu bedrängen. Die Politik, die NGOs. Allerdings muss sich der bäuerliche Berufsstand auch an die eigene Nase fassen. Als Ergebnis unserer großen Demonstration vor bald 3 Jahren wurde die Zukunftskommission angesetzt, die in einem Abschlussbericht verfasst hat. Und darin steht unter anderem, die deutsche Landwirtschaft richtet jährlich ökologische Schäden in Höhe von 90 Milliarden Euro an. Zum Vergleich, unsere jährliche Bruttowertschöpfung läge bei 20 Milliarden Euro. Also, so steht es im Abschlussbericht, muss die deutsche Landwirtschaft grundlegend verändert werden. Die Zukunftskommission spricht von einem Transformationsprozess. Und am Abschlussbericht der Zukunftskommission sind Unterschriften mehrerer Verbände zu sehen. Und da ist ein Problem, weil sich Özdemir immer wieder auf diese Zukunftskommission beruft. Wer glaubwürdig zum Beispiel gegen das Naturschutzpaket und die Vorschrift über rote Gebiete vorgehen will, muss seine Unterschrift unter dem Abschlussbericht der Zukunftskommission zurückziehen. In letzter Zeit ist wieder viel vom Untergang der Landwirtschaft die Rede. Ich will die Bedrohung nicht kleinreden, aber wir haben eine Situation in der Agrarprodukte weltweit und auch in unserem Land sind die Produkte knapp, wie schon lange nicht mehr. Auf der anderen Seite die grünen Spinnereien aus Berlin und Brüssel. Ich möchte euch ermutigen, das alles nicht ganz so wichtig zu nehmen. Wir produzieren wertvolle Lebensmittel durch Sonnenenergie und Bodenfruchtbarkeit und unsere Hände Arbeit mit der Hilfe von Gottes Segen. Und das kann niemand so gut wie wir Bauern. Unsere Höfe blicken auf eine lange Geschichte zurück, die auch nicht immer einfach war. Sie haben den 30-jährigen Krieg und die Pest überstanden.
zwei Weltkriege, Napoleon und vieles mehr. Wir werden uns doch von dem letzten Jahr nicht bange machen lassen. Wir machen hier bald 1000 Jahre Landwirtschaft und wir werden noch Landwirtschaft machen, wenn keiner mehr weiß, wer Steffi Lemke und Cem Özdemir waren. Das ist nämlich immer noch unsere Entscheidung. Für mich und meine Familie steht fest, wir bleiben freie Bauern auf freier Schule. Dankeschön. Vielen Dank, Thomas, für deine Worte. Ich denke, es ist alles gesagt. Oder was heißt alles, ist nicht gesagt, man könnte noch ewig weitersprechen. Ich möchte nur noch mal darauf hinweisen. Wir in Baden-Württemberg haben letztes Jahr, und das ist traurig, wir haben letztes Jahr in einem Jahr in Baden-Württemberg 19% weniger Mastschweine und 21% weniger Zuchtsauen. In einem Jahr so ein drastischer Rückgang. Das darf sich so nicht fortsetzen. Und da kann ich auch nur appellieren an die Politik und auch an uns alle. Wir müssen gemeinsam an Lösungsansätzen arbeiten, dass das so nicht weitergeht. Weil sonst ist die Landwirtschaft in Baden-Württemberg bald kaputt. Und das darf nicht eintreten, weil wir eh schon ohnehin niedrige Selbstversorgungsgrade haben. Wir waren dort mal bedeutend besser bei den Selbstversorgungsgraden und da sollten wir auch alles dran setzen, dass man wieder in die Richtung kommt, dass man da wieder was aufbaut oder einen Zugewinn hat und dass es nicht weiter rückläufig ist. Vielen Dank für euer Kommen und ich gebe euch jetzt mal schnell an den Christian weiter. Ja, der Marc wollte jetzt gerade die Versammlung beenden, aber die Politik ist hier noch anwesend und wir haben mal diskutiert, dass nicht immer nur die da oben redet, dass auch der einzelne Bauer zu Wort kommen will oder Bäuerin. Ich würde sagen, wenn es fair und respektvoll umgeht miteinander und die Vokalsprache mir zu Hause lasse, dann darf jetzt jeder da hochkommen und darf mal seiner Wut freien Lauf lassen. Also im anständigen Ton. Wolfgang. Ja, meine Damen und Herren, ich kürze das Ding ab. Mir geht es darum, also ich mache jetzt keine Begrüßung mehr. Mir geht es darum, sind ja heute Vertreter vom Umweltministerium, vom Landwirtschaftsministerium da. Mir brennt einiges auf den Nägeln. Ich bin Landwirt und bin stolz drauf. Das ist das erste Mal. Ich muss sagen, ich habe hier in Uhlingen, Kreis Köppingen, das ist 40 Kilometer weg, in landwirtschaftlicher Betrieb, intensiv geführter Betrieb mit ausschließlich Lebensmittelerzeugung. Wir erzeugen bei uns auf dem Betrieb Zuckerrübe, Weizen, also Qualitätsweizen. Wir haben Ferkelerzeugung. Wir haben aber auch seit Neuestem, und das, ich sage, die Landwirtschaft ist auch im Wandel. Wir sind jetzt hergegangen und haben im letzten Jahr, wie wir mitbekommen haben, dass zum Beispiel die Hartweizenproduktion in Deutschland nicht einmal für 2 Monate reicht, sind wir in Hartweizenproduktion eingestiegen und haben dieses Jahr Hartweizen angebaut. War ein sehr guter Erfolg, muss ich ehrlich sagen, Top-Ertrag. Aber, und jetzt kommt das Nächste, wir haben auf diesem Betrieb dem politischen Mainstream gefolgt, ein Soja-Ersatzprodukt angebaut. Und ich habe mir die Mühe gemacht und habe gesagt, gut, ich mache dieses, das geht um Süßlupinen, einen Anbau mit biologischer also Wirtschaftsweise, nur gesät, kein Pflanzenschutz. Leute, ich kann euch sagen, der Brotkorb geht ganz weit hoch. Wir haben dieses Jahr auf Äckern, die wir top im Schuss waren,
keine 10 Doppelzentner Süßlupinen geerntet. Und wenn das im normalen, konventionellen Anbau geschieht, dass wir alle mehr oder weniger biologisch unsere Lebensmittelerzeugung umstellen müssen, dann haben wir die Situation, dass keine 20% von unserer Bevölkerung ernährt werden können. Ich sage euch ein nächstes Beispiel. Ich bei mir auf dem Betrieb tue hier im Kreis Göppingen zum großen Teil oder viel, also größere Menge Qualitätsweizen erfassen für eine große Mühle. Da bekomme ich dieses Jahr Weizen, der wo von unseren Kollegen erzeugt worden ist, die wo ja, mehr oder weniger extensiv Getreide erzeugen wollten. Da bekomme ich dann Weizen auf den Betrieb, wo ich leider den Kollegen sagen muss, ich kann diesen Weizen nicht verwerten. Da war dieses Jahr, und es ist im ganzen Land Baden-Württemberg ein Problem gewesen teilweise, so viel Mutterkorn drin. Die Ältere von unseren Berufskollegen wissen, was, welche Brisanz das da dahinter steckt. Wir mussten einige Chargen komplett zurückweisen und diesen Kollegen eröffnen, sie müssen diesen Weizen, den kann man nicht mal in den Futtertrog bringen, sie müssen diesen Weizen entsorgen, und zwar in einer Biogasanlage, das ist noch der vernünftigste Fall, oder in einer Verbrennungsanlage. Leute, unsere, ja, muss ich vorsichtig ausdrücken, unsere Ministerien, egal ob Land, Bund oder auch in Brüssel, müssen mit den Landwirten wieder reden, weil die haben diese Erfahrung und die wissen, was sinnvoll ist, dass wir eine qualitativ hohe Lebensmittelerzeugung hier in Deutschland weiterhin haben. Ich habe einen Bekannten, mit dem habe ich letzte Woche telefoniert, der hat mir ganz klar eröffnet, die Mehlproduktion, wo wir in Deutschland haben mit der momentanen Menge Weizen, reicht maximal bis März 2023. Und dann bekommen wir ein Versorgungsproblem. Und wenn ich jetzt höre, wenn jetzt schon eine ganze Armada von Schiffen Richtung Ukraine unterwegs ist, um dort das Getreide abzuholen, dann denke ich so langsam, vielleicht hat es der eine oder andere Politiker oder auch in den Ministerien, die wo diese Entscheidung gefällt haben, haben sie es vielleicht doch kapiert. Aber ich zweifle momentan noch dran. Vorher ist ja kurz angesprochen worden, das mit dem Wasser. Ich habe mir jetzt die Mühe gemacht und habe mal das, die Pressemeldung, das ist also jetzt eine kleine, ja, ein kleiner Seitenhieb an die Presse. Die Presse soll weiterhin auch hergehen und wenn sie so etwas recherchieren, auch mit offenen Karten und vor allem sachlich sauber recherchieren. Fakt ist, wir haben hier in Baden-Württemberg momentan 6% versiegelte Fläche. Das sind also diese Fläche, wo auch wir hier stehen, wo mit Macadam, Beton, Dächer einfach abgesiegelt ist, also versiegelt ist, wo wir dann praktisch, wo kein Regenwasser reingeht. Die andere, da sind dann noch teilweise Flächen in den Wohnsiedlungen drin, wo dann auch relativ wenig Wasser in der Boden versickert. 90% von unserer Fläche in Baden-Württemberg sind immer noch so, dass der Regen drauf fällt. Auf unsere Flächen in der Land- und in der Forstwirtschaft. Und ich sage es klipp und klar, 90% von unseren Flächen, da wird Grundwasser erzeugt. Und das Grundwasser ist hochqualitativ. Und wenn manches Ministerium in den letzten Jahren hergegangen ist und hat wissentlich Falschmeldungen produziert, das war regelrecht produziert, nur ich hergegangen, ich war auch einer von denjenigen, der wo sie
Ich war auch einer von derjenigen, wo die Brunnenproblematik in Baden-Württemberg mit aufgearbeitet hat. Wenn ich dann bei uns im Landkreis drei Brunnen habe, da war der eine 10 Meter neben der Landstraße dran ist, wo der ganze Winter das Schmelzwasser reinläuft, was ich da drin habe, Salz, also Nitrat, dann braucht man sich nicht wundern, wenn dieser Brunnen 10 Meter neben der Landstraße vom biologischen Landwirt bewirtschaftet Nitrat aufweist. Oder wenn man hergeht, in Tiefbrunnen mitten in einem Fabrikgelände drinnen als Nitratmessstation nimmt. Leute, das kann nicht sein. Noch eine Kleinigkeit, es geht um die sogenannte Versiegelung von landwirtschaftlichen Nutzflächen. Wir haben in Baden-Württemberg mittlerweile ein Problem. In jeder größeren Kommune werden momentan Gewerbegebiete und Wohngebiete ausgewiesen. Es ist zum einen gewissen Grad, ich bin Gemeinderat, verständlich. Kann ich nachvollziehen. Wir brauchen Wohnbaufläche, wir brauchen vielleicht zum gewissen Teil auch noch Gewerbeflächen. Aber wenn dann diese Gewerbeflächen dort installiert worden, wo die besten Böden sind, und das ist momentan einfach historisch so gesichert, da werden diese Gewerbeflächen ins beste Ackerland gemacht und ich sage, die naturrelevante Gebiete, da wird da nicht einmal da mehr Rücksicht genommen, da wird in Wasserschutzgebiete gebaut, da wird FFH wird wieder zurückgenommen, da wird Vorranggebiet Landwirtschaft, wo der Verband Region Stuttgart irgendwann vor 10 Jahren eingeplant hat, wird auf wundersame jetzt wieder Gewerbegebiet. Und das kann nicht sein. Es gibt noch viele, viele offene Punkte, wo ich anschneiden könnte. Es reicht jetzt einmal von der Anfang. Meine Kollegen wird oder der andere auch noch was sagen wollen. Ich wünsche meinen Kollegen einen schönen Tag und den Leuten von den Ministerien und von der Politik, dass sie vielleicht doch das ein oder andere Mal auf den Landwirt hören. Danke. Danke Wolfgang, das war jetzt mal so ein kompletter Rundumschlag, würde ich sagen, in aller Kürze. Und Martin, du möchtest auch noch was sagen, stell dich vielleicht noch kurz vor. Ja, für alle, die mich nicht mehr kennen sollten, mein Name ist Martin Schäberle, erster Demo, Mitorganisator hier. Ich möchte es nicht so lang machen wie der Wolfgang. Ich möchte nur eine Sache an die Frau Puchert und an die Ministerien rauslassen. Und es wäre ganz nett, wenn die Frau Puchert auch zuhören würde und nicht mit der Presse shakern, wenn man sie hier direkt anspricht. Das gleiche gilt für den Herrn Sommer und für die Presse, das ist genau dasselbe in Grün. Es ist nicht anständig, sich so zu verhalten. Jetzt mal das eine. Sie haben hier eine Sonntagsrede par excellence gehalten. Sie haben uns Baden-Württemberger Landwirte über den Schellenkönig gelobt. Wo ist die Unterstützung von Ihrem Ministerium? Ich fordere Sie auf. Wir akzeptieren dieses Ding hier zu 0,0%. Wir kommen sonst wieder. Wir werden mehr. Und schauen Sie nach Holland, wie es laufen kann. Wir lassen unsere Betriebe nicht enteignen. Nur wegen irgendwelchen Hirtfürzen, die in Brüssel auf die Welt kommen, in Stuttgart, in Berlin und sonst irgendwo noch weiterentwickelt werden. Das lassen wir nicht mehr mit uns machen. Wir haben hier Rettet die Biene gerettet, damit sie ihr Gesicht wahren konnten. Nein, ich habe das nicht mitgetragen, zu keiner Sekunde. Im Vorfeld bei Wasserschutzgebietsausweisungen hieß es immer, ihr dürft weiter wirtschaften, ihr dürft weiter wirtschaften wie bisher. Dann gab es einen Wasserpfennig und so weiter und so fort. Das wissen viele gar nicht, aber das weiß ich sogar viel gar nicht davon. So geht es nicht weiter. Das ist unser Grund und Boden, auf dem wir wirtschaften. Wir lassen uns nicht enteignen. Ich fordere Sie auf, tun Sie alles dafür, dass dieses Ding runterkommt vom Tablett,
und bei null liegt, und zwar im ganzen Bundesgebiet. Hören Sie endlich mal auf uns Landwirte. Wir sind ausgebildet worden vom Staat. Ich bin Agraringenieur, mein Lehrmeister war der Staat. Jeder Professor, jede Professur in Hohenheim oben ist staatlich. Und alles, was ich gelernt habe in einem Ingenieursstudiengang, soll alles nichten sein. Habt ihr eigentlich noch alle Tassen im Schrank? Frage ich ganz offen und ehrlich. Und Sie brauchen jetzt nicht beleidigt sein, weil ich gesagt habe, ob Sie noch alle Tassen im Schrank haben. Das ist keine Fäkalsprache. Ich habe Sie nicht beleidigt. Das war ich habe hier zugestimmt. Ah, okay. Alles gut. Ja, die Frau Pugam, ja, aber die Frau rechts daneben. Alles gut. Des Weiteren fordere ich Sie endlich auf, sich um die Schweinehalter mal zu kümmern. Es stehen so viele Betriebe wahrscheinlich kurz vorm Aus, haben Schulden bis über beide Ohren und eine Überbrückungshilfe 3+, von der hört man gar nichts mehr. Es hieß, die wird an die Schweinehalter ausbezahlt, mitnichten, null, gar nichts, man bekommt nirgends aus irgendwelche Antworten. Kümmern Sie sich darum, sonst können Sie bald die Bienen vielleicht essen und kein leckeres Schnitzel mehr, aber das ist ja eigentlich auch im Sinne von unserem Herrn Öztin hier. China Schweine! Wir produzieren hier Schweinefleisch auf einem Niveau, das finden Sie sonst nirgends in der Welt. Dankeschön. Danke, Bonnie. Darf ich noch? Ja, guten Morgen miteinander. Ich bin David Reitlich, komme aus dem Oberallgäu. Die meisten kennen mich ja wahrscheinlich. Und ich habe eigentlich nur eine ganz kurze Frage, ist eigentlich der Martin Hahn hier. Von den Grünen. Weil ich vermisse was. Vor circa 2 Jahren sind wir untergestanden vor dem Landtag, hat dieses Großmaul großartig einen Gesellschaftsvertrag Landwirtschaft angekündigt für Baden-Württemberg, mit dem wir unsere Zukunft sichern können. Hat jemals von euch einer was gesehen oder gehört davon? Ich nicht. Ja? Entweder ist der Kerl noch bei der Einleitung oder er kann gar nicht schreiben. Oh, mehr will ich gar nicht sagen. Herr Rinder, muss ich dich ganz kurz korrigieren, das ist so nicht ganz richtig. Das soll jetzt am 23. September, soll das alles losgehen. Die LSV hat dazu auch eine Einladung bekommen. Bloß was uns massiv daran stört, es wird in dem... Das heißt, nicht mehr Gesellschaftsvertrag, sondern ich komme jetzt aber auf den Namen nicht ganz. Strategieplan der Landwirtschaft. Ja. Und da gibt es, wie gesagt, 5 Arbeitsgruppen und da sind wir zu einer eingeladen. Und ich mag jetzt aber auch nicht sagen, wie die alle heißen und was da drin ist. Ich will nur so viel sagen. Aus unserer Sicht die belangloseste Arbeitsgruppe werden wir besetzen und wir fordern. Und das fordere ich jetzt als erster Vorsitzender von der LSV, dass wir mindestens eine Person in jeder Arbeitsgruppe kriegen. Das wurde uns auch selbst vom Ministerpräsidenten Kretschmann auch so zugesichert, dass wir da mit an allen Tischen sitzen dürfen. Und da kann es jetzt nicht sein, dass wir mit einer Arbeitsgruppe abgespeist werden. Wir würden dann die Veranstaltung auch beenden. Die Abreise von den Traktoren ist in jeder selber verantwortlich. Eigenständig nach Hause. Magst du noch? Ganz kurz. Also. Also, mein Name ist Martin Brauder.
Ich komme aus Backnang, habe dort den Milchvieh- und Ackerbaubetrieb. Und ich begreife mal von anderen Sache Hinweis, wie die EU-Agrarpolitik außerhalb von der EU gesehen wird. Die gibt es Gutachten von amerikanischen Landwirtschaftsministerien, welche einfach besagen, wenn der Green Deal kommt, gibt es in Europa 22% weniger Nahrungsmittel. Und sie sehen es mehr als kritisch und warnen die EU davor, dieses überhaupt durchzuführen. Denn das, wenn das kommt, gibt es dermaßen steigende Preise und eine Verschiebung, auch eine Verschiebung der Nahrungsmittel von den Armen zu den Reichen, sodass eigentlich die Problematik in den Entwicklungsländern widerliegt. Und wenn das nicht dann geschieht, dann ist es in Europa eigentlich das Sargnagel für den sozialen Frieden. Und ich meine, jetzt habe ich jetzt mal alles gesagt, was ich sagen wollte. So, jetzt, wie gesagt, wir würden dann die Veranstaltung auch beenden. Die Claudia hat dann noch ein paar Flugblätter, die sie gerne unter die Leute bringen will. Und wie gesagt, die Traktoren reisen eigenständig ab, die Verkehrsvorschriften sind einzuhalten, nicht so wie wenn die Polizei vorausfährt. Ich wünsche jedem einen guten Nachhauseweg und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal. 50% der Medikamente verschreiben. Ja. Jetzt ist die Frage, Sie kriegen entweder nur noch die halbe Dosis von dem Medikament. Weiß man jetzt bei Antibiotika, wenn man das nicht die 10 Tage durchsieht, sondern nur 5, wirkt es nicht. Oder Sie sind der Erste, der jetzt kommt, Sie kriegen es, der Zweite kriegt halt nichts. Was passiert mit den Menschen? Der keine Medikamente kriegt, wird krank, stirbt im Zweifelsfall, was auch immer. Und bei der Pflanze ist es nichts anderes. Das heißt Pflanzenschutzmittel, um die Pflanze zu schützen. Das ist kein Menschentötungsmittel oder sonst was. Wir schützen die Pflanzen, damit sie beim Kartoffeln zum Beispiel, dieses Jahr war es kein Thema, war ein trockenes Jahr, aber letztes Jahr war Krautfäule ein Riesenproblem. Natürlich. Wenn man sich ein Feld anguckt mit Krautfäule, Ernte quasi null. Ich habe keine Lebensmittel, keine Nahrungsmittel nachher da. Und so ist es, das zieht sich ja durch. Beim Getreide, wo wir es mit Mutterkorn hatten, wurde früher genutzt für Abtreibungen. Also nicht zur menschlichen Ernährung geeignet, nicht mal für Tierfutter geeignet. Kann ich wegschmeißen. Und ich muss meine Pflanzen schützen. Ich setze das ja ein wie ein Arzt auch. Ein Arzt verschreibt auch nicht einfach irgendwas. Völlig grundlos, es gibt eine Indikation und für diese Indikation gibt es ein Mittel. Und genauso verfahren wir doch auch. Der Landwirt guckt draußen, was gibt es, was hat die Pflanze, was kann ich einsetzen, was muss ich einsetzen. Und wo Sie gesagt haben, mechanische Bekämpfung, bin ich bei Ihnen, machen wir. Wir machen teilweise unsere Rüben, werden gehackt. Mit einem über 50 Jahre alten Fan GT haben die Jungs wieder der alte Hackrahmen vom Ur-Opa Sommerwaschen. Funktioniert. Klar, wir lassen uns ja aber nicht immer. Natürlich. Und das nächste ist, klar, für maschinellen Einsatz brauche ich leider Diesel. Ja, oder? Ja, Männer, ja. Manpower auch. Die brauchen aber beim Fußball der Diesel. Genau. Der hat sich verdoppelt. Die Gasölverbilligung, die ist seit, ich weiß gar nicht seit wann, ich kenne die gar nicht anders, sind diese 20 Cent. Das macht momentan bei den Preisen gerade nicht mal ein Zehntel aus, was ich habe. Ich habe aber, wenn ich weniger Pflanzenschutz einsetzen soll, mehr mechanische Aufwand. Mehr mechanischer Aufwand heißt mehr Dieselverbrauch bei dem doppelten Dieselpreis. Ich kann es mir eigentlich gar nicht leisten. So ist es. Ich glaube, Sie haben Alt-TV schon das Entschuldigung, das ist kein Thema. Nein, das war jetzt eigentlich. Nein, das ist gar kein Thema. So haben mal die Bevölkerung auch gesehen, wie das aus Landwirtschaftssache ist. Ne? Wenn Sie gerade so schön erwähnt sind, darf ich Sie mal fragen, was halten Sie jetzt von den Plänen der EU? Die Pläne der EU sind so in der Praxis nicht umsetzbar. Also nicht mit der Landwirtschaft, mit der Kulturlandschaft, die wir bisher gewohnt sind. Also ein Familienbetrieb kann das so nicht umsetzen, wenn ich auf 50% der Fläche keinen Pflanzenschutz habe. Ich habe es ja gerade schon erläutert. Dann werden meine Pflanzen krank, haben dadurch weniger Ertrag. Es kann sein, ich habe einen kompletten Ernteausfall. Davon kann ich weder unsere Familie noch die Bevölkerung ernähren. Und wir haben einfach keinen Selbstversorgungsgrad mehr in Deutschland. Und deswegen ist es wichtig, dass wir die Lebensmittelversorgung hier behalten. Man hat es die letzten 2 Jahre gesehen in der Krise. Alles, was irgendwo vom Ausland kam, die Lieferketten waren unterbrochen, was auch immer. Einfach die Sachen, die vor Ort waren, auf die haben wir Zugriff. Und wir können uns nicht mit den Lebensmitteln vom Ausland irgendwelche Drittländer abhängig machen.
Sache. Das geht nicht. Ich brauche mein Lebensmittel hier vor Ort. Ich kann nicht nach Brasilien fahren und mir dort irgendwas holen. Das muss hier bei uns wachsen und angebaut werden. Wenn Sie jetzt so die Worte von der Frau Buchholz gehört haben, finden Sie, die ist auf Ihrer Seite? Also der, so wie die Rede heute war, hat sich das entsprechend so angehört. Ja, die Frage ist einfach, was kommt am Ende rüber? Also letztendlich abgerechnet wird unterm Strich und da hoffe ich, dass tatsächlich in der Politik der eine oder andere auch noch aufwacht. Ob das passieren wird, ich hoffe das Beste. Weil ich war ja, ganz kurz, Frau Buchholz, Buchmann, jetzt haben wir. Wir waren ja auch in Bonn und da war die Frau Bender, ich glaube, Sie kennen die Frau Bender. Sie hat hier Zahlen in den Raum geworfen, die erstens mal nicht gestimmt haben und hat behauptet, die Böden wären so schlecht. Stimmt das? Unterschiedlich. Also es kommt darauf an, wo sie sind. Qualitativ, weltweit betrachtet, haben wir hier eigentlich in Baden-Württemberg überwiegend gute Standorte. Natürlich haben wir auch, wenn man Richtung Alp geht, wo es relativ viel Steine hat, es gibt bei uns auch so am Waldschatten Flächen, die einfach oftmals zu feucht sind. Aber generell haben wir hier in Deutschland und vor allem in Baden-Württemberg gute Böden und haben gute Anbaubedingungen. Deswegen ist ja eigentlich doppelt so schade, dass wir bei uns Flächen stilllegen sollen in Höhe von 4% und müssen dann diese 4% Flächenstilllegung ausgleichen durch Importe aus anderen Ländern, die nicht die Bodenqualität haben und vor allem einfach nicht unsere Produktionsstandards. Dürfen Sie überhaupt was anbauen auf den Flächen? Ja, wir anbauen. Ja, was? Darf ich mal ganz kurz dazwischen gehen? Ja. Weil ich habe gehört von Landwirten, die dürfen nicht mal bunte Blumen einsehen. Doch, das ist jetzt, war ursprünglich so geplant, dass ab Ernte nichts mehr, Ackerbetretungsverbot faktisch gilt bis im nächsten Jahr August. Das haben jetzt welche schon gemerkt, dass das blöd ist, weil da kommt dann keine schöne Bienenweide oder bunte Blumen, wenn ich keine anpflanze. Das ist jetzt vom Tisch. Wir Landwirte dürfen jetzt eine Begrünung anpflanzen, also wir können jetzt einen Blühstreifen machen, aber von diesen 4% Blühstreifen hole ich halt keine Nahrungsmittel runter. Und was ich als Krux sehe, es ist eine schleichende Enteignung, weil für diese 4% zahle ich an meine Verpächter trotzdem Pacht. Und das, was ich als Ausgleich kriege, das reicht nicht mal für die Pacht. Ich muss aber die Zwischenfrucht trotzdem ansehen und hole keinen Ertrag runter. Das heißt, wie wenn Sie Überstunden machen und kriegen die halt nicht bezahlt. Also die Frage gebe ich gleich an die Frau Buchhardt weiter, wenn sie ein bisschen zu uns rüber. Wir tun ihr nichts. Nein. Guck mal, ob sie drauf ist. Frau Buchhardt, ja, jetzt sie assistieren wurde, jetzt wurde gerade so ein Raum geworfen bei den 4% Stilllegung. Werden die Bauern enteignet? Können Sie dem so zustimmen? Ja, das kann man, nein, dem kann ich natürlich nicht zustimmen, dass das eine Enteignung ist. Aber weil man ja auch, weil es sich bewegt in einem ganzen natürlich Auszahlungssystem oder wie soll ich sagen, EU-Zahlungssystem. Aber ich muss jetzt sagen, der neue Gedanke, diese 10% Stilllegung, das würde ich schon sagen, das ist eine Enteignung. Und das ist ja auch, weil es einfach jetzt mal plakativ in den Raum gestellt wird, ohne dass bisher von irgendwelchen Ausgleichszahlungen die Rede ist. Also das kann einfach nicht gehen. Welchen Industriebetrieb sage ich 10% weniger Produktion? Ne? Also das kann nicht sein. Auch das ist eine Forderung, die so nicht aufrechterhalten werden kann. Was sagen Sie zu den Worten vom Herrn Özdemir? Ich habe entschieden. Das kann ich jetzt so nicht zuordnen. Den Satz kenne ich auch nicht und ich weiß auch nicht, in welchem Zusammenhang er jetzt erfolgt ist. Aber ich kann einfach nur sagen, das, was jetzt hier uns vorgelegt wurde, kommt auch nicht aus Berlin, sondern es kommt aus Brüssel. Und darüber, nach den ersten Äußerungen jetzt des Bundes, sehen wir eigentlich den Bund hier auch in einer sehr kritischen Haltung und wir hoffen auch da sehr auf Zustimmung des Bundes zu den ganzen Korrekturen, die notwendig sind. Also ich meine praktisch mit, ich habe entschieden mit den Stilllegungen.
Ach so. Die sind beschlossen. Die sind so beschlossen. Ja gut, also er ist der Minister. Ich erzähle mir über die Landwirte und... Natürlich gibt es viele Regelungen, die der Bund trifft. Das ist klar. Natürlich über viele Umsetzungen der Regelungen, die von Brüssel kommen. Die nähere Ausgestaltung trifft natürlich der Bund. Nach Beteiligung der Länder die endgültige Entscheidung. Das ist schon das ist die Tatsache, ja natürlich. Wenn man jetzt mal so die Karte anschaut, ist Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen von diesem Pflanzenschutzverbot sehr betroffen. Was macht jetzt Baden-Württemberg dafür, um das zu verhindern? Also das ist ja jetzt zunächst mal ein Vorschlag der Beamten aus Brüssel. Und es ist natürlich noch ein weiter Weg, bis es wirklich mal zu einer Regelung kommt. Und deswegen sagen, wir müssen sofort handeln. Deswegen haben wir unsere Abgeordneten informiert in einem formellen Verfahren, alle Landtagsabgeordneten in Baden-Württemberg. Und wir haben gemeinsam im Bundesrat schon diese Woche einen Entschließungsantrag eingebracht, der eine ganz kritische und ablehnende Haltung zu diesem Verordnungsentwurf einnimmt. Und das ist der erste Aufschlag und das werden wir auch weiter verfolgen, auch bei der Agrarministerkonferenz, die jetzt ansteht und natürlich jetzt auch im ganzen weiteren Verfahren. Denn diese Verordnung muss zum Schluss die Zustimmung aller Länder der EU finden und das ist natürlich noch ein weiter Weg. Wissen Sie eigentlich, wie viele Bienenvölker es in Deutschland gibt? Das kann ich jetzt leider nicht sagen. Weil, ich sage das mit Absicht, weil die Frau Wiener, die kennen Sie wahrscheinlich auch, hat Zahlen in den Raum geworfen, wo überhaupt nicht mehr stimmen, nämlich 772.000. Was meinen Sie, mehr oder weniger? Wahrscheinlich mehr an Völkern, würde ich mal sagen. Ja, viel mehr, ne? Ja, mehr. Also, ich muss jetzt wirklich passen. Also ich kann Sie jetzt aufklären. Es sind Stand 2021 über 1 Million Bienenvölker, also da brauchen wir doch keinen Entwurf verfassen und Petitionen in den Raum stellen, wo man Herrn Özdemir auffordert, was gegen Bienensterben zu tun. Ich denke, dass Baden-Württemberg mit dem Biodiversitätsstärkungsgesetz vor einigen Jahren eine sehr gute Lösung gefunden hat und das sollte die Marschrichtung sein. Darf ich mal fragen, von was für eine Partei Sie sind? Ich bin von der CDU. Von der CDU. Wer hat jetzt hier in der Sache mehr zum Sagen? Grün oder Schwarz? Das können wir nur gemeinsam machen, denn wir sind auch gemeinsam an der Regierung. Also kann man für Baden-Württemberg hoffen, dass das auf jeden Fall nicht umgesetzt wird? Das hoffe ich sehr, denn wir sind uns von Anfang an schon völlig klar, dass wir gegen diese Verordnung sind. Mein Kollege hat sogar von einer Verfassungswidrigkeit gesprochen. Jetzt komme ich mal noch auf ein anderes Thema. Und zwar, wenn man heute mal auf die Verpackung Fleisch schaut, auf den Code, was da steht bloß Fleisch aus Deutschland. Kann ja alles betreffen, oder? Wir sind schon lange, ich meine, es ist schon mal gut, wenn Fleisch aus Deutschland draufsteht. Ja. Aber muss aber nicht heißen, dass es aus Deutschland kommt. Wir sind sehr, das unterstützen wir auch vor allem bei Fleisch für eine regionale Kennzeichnung, um eben einfach klarzumachen, unter welchen hervorragenden Haltungsbedingungen das produziert ist. Und wir unternehmen ja auch sehr viel, um die regionale Vermarktung, so wie es wie wir es in Baden-Württemberg ja schon sehr weit machen, auch wirklich sozusagen, dass das noch weiter durchgreift und dass regionale Vermarktung der Königsweg auch ist. Also wäre es nicht angebracht, dem Verbraucher die Möglichkeit zu geben, wo sein Fleisch herkommt, von welchem Hof? Von welchem Hof natürlich auch gerne. Wir sind ja für die Direktvermarktung, unterstützen das auf allen Wegen, auch durch spezielle Apps und durch spezielle Unterstützung der Direktvermarktung auf allen Wegen, in finanzieller wie auch in logistischer Hinsicht. Also das ist natürlich der richtige Weg, absolut. Ja. Jetzt habe ich mal noch eine andere Frage. Und zwar gibt es ja jetzt viele Bauern, die ihre Waren nicht mehr verkaufen können an den Einzelhandel, weil sie ausgelistet werden. Ich habe es in Bonn erfahren, bei einem Biobetrieb, die haben seine Kartoffeln nicht mehr abgenommen, weil sie aus Israel günstiger sind. Wäre das vielleicht mal was für die
Politik zu sagen, wenn es in Deutschland Waren gibt, dass nur deutsche Waren verkauft werden im Einzelhandel? Ich glaube, das kriegen wir EU-technisch nicht durch, aber genau in die Richtung jetzt, dass der LEH spielt natürlich eine ganz große Rolle und er muss auch noch mehr, er hat schon das Thema Regionalität natürlich aufgenommen und ist da auch schon viel aktiver als noch vor Jahren und er wird eine zentrale Rolle bei dem Strategiedialog spielen, die das Staatsministerium ja am 23.09. dann offiziell startet. Also können wir hoffen, dass jetzt mehr Waren dann aus Deutschland kommen, statt aus dem Ausland? Das und vor allem auch nochmal aus der Region, sodass man wirklich, wenn man in den LEH geht, vor Ort auch die Produkte aus der Region findet, nicht nur aus Deutschland. Werden Sie jetzt öfters mit den Bauern reden? Das machen wir sowieso immer schon ständig. Also das ist gang und gäbe. Weil ich habe halt gehört, dass der Herr Hetze mir keinen Redebedarf hat. Wir haben immer Redebedarf, weil es gibt immer wieder neue Regelungen oder wie jetzt diesen neuen Entwurf. Und da ist es sicher sinnvoll, mit der Praxis an der Seite den Austausch zu suchen und dann nach gemeinsamen Lösungen zu suchen. Aber Berlin spielt auch eine große Rolle dabei, oder? Das würde ich auch sagen, aber wie die vorgehen, ist ihre Entscheidung. Aber man könnte ja zu ihm mal sagen, er soll sich mit denen zusammensetzen. Nicht nur von Schafmacher reden. Ja, aber da muss er selber die Antwort finden. Das kann ich jetzt von hier aus nicht entscheiden. Alles klar, vielen Dank, Frau Buchan. Gerne. So, tschüss. Ciao. So, das war unser Bericht hier von der Bauerndemo. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören. Wenn euch der Beitrag gefallen hat, lasst uns wie immer einen Daumen nach oben da. Kanal abonnieren, Glocke drücken. Ja, und wie immer, bleibt uns gebogen. Und was ganz wichtig ist, bleibt oder werdet gesund. Und am Mikro war der Hemme und stelleweise auch an der Kamera. Und der sagt für heute Ciao, bis zum nächsten Mal.